Okay, abschließend noch eine andere grafische Möglichkeit, diesen Prozess zu beschreiben. Das war tatsächlich mal vor nicht allzu langer Zeit in irgendeinem Physik-Abi-Nachtermin eine Aufgabenstellung. Ich habe es auf die Schnelle leider nicht mehr gefunden. Wer weiß, ob sowas nochmal drankommt. Hier ist die EPOD-Parabel des Oszillators gezeichnet, ein halb Ks². Das war in der Aufgabe vorgegeben. Dann weiß man S1 Dach und man weiß entweder S2 Dach oder man hat hier diesen Gleitreibungskoeffizienten oder Faktor gegeben, kann also das hier ausrechnen und kann sich S2 Dach ausrechnen. Und dann, weil eben hier die Energie linear mit dem Weg entzogen wird, weil ich eine konstante Kraft habe, F mal S ist die entzogene Energie, muss hier die Gesamtenergie linear absinken, von da bis da. Also so sinkt die Gesamtenergie in grün. Und jetzt liegt auf der Hand, wie es weitergeht. Die Steigung dieser Geraden, die kann sie ja nicht ändern. Die Gleitreibungskraft ist konstant. Wenn ich von da nach da gehe, hat sie halt, das hätte jetzt eine positive Steigung von was auch immer, muss ich ablesen. Und dann mache ich das Gleiche hier mit einer negativen Steigung. Und dann sehe ich, wie dieses Ding hier immer so hin und her oszilliert, bis es schließlich zur Ruhe kommt und kann sogar ganz bequem ablesen, wie viele Schwingungen das hat, ohne viel rechnen zu müssen. Das ist noch eine ganz clevere Methode, wie man mit einem Energiewegdiagramm oder Energieauslenkungsdiagramm mit dieser konstanten Reibungskraft umgehen kann. So, das würde dann in etwa so aussehen, wie genau ich das jetzt hier an der Tafel hinbekommen habe, lasse ich mal dahingestellt. Wie gesagt, es muss diese Steigung hier sein, bloß mit einem Minuszeichen. Und wenn ich dann hier bin, mache ich parallel mit dem Geodreieck wieder diese Gerade, dann kriege ich den nächsten Umkehrpunkt, dann die und so weiter. Und hier merke ich dann irgendwann, ah, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt kommt das Ding zur Ruhe und kann dann bequem ablesen, wie viele Schwingungen bis dahin vergangen sind.